Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute in Wuppertal. Der Thomas ist auch mit dabei. Und ihr werdet es nicht glauben, aber Marc Pottlegende ist auch dabei. Der Kein Scherz, der kommt gleich auch in den Videos vor. 100 pro. Der ist aber da hinten, der macht sich gerade noch ready. Und wir fahren jetzt einmal schon mal runter. Du hast die Strecke schon gesehen, ne? Ja, nicht nur gesehen, ich kenne die Strecke von früher, weil ich mal in Sprockhövel gewohnt habe. Ich habe hier sogar mitgebaut. Okay, dann haben wir auf jeden Fall den richtigen heute mit dabei. Ich denke mal, wir machen gleich so eine kleine entspannte Abfahrt. Du zeigst mal so, was da und so ist. Ich bin mal gespannt, was neu ist, weil ich war seit 4 oder 5 Jahren nicht mehr hier. Bis 2018 war das oder bis 2019 war das Gravity Cup Strecke. Deswegen ist das hier zum Trainieren. Für daher habe ich die ausgesucht zum Trainieren, weil die ist ein bisschen Enduro-lastig, weil man muss relativ viel treten. Deswegen ist der E-Bock nicht die schlechteste Wahl, weil man auch an der Raufweg ist auch sehr, sehr mühselig sonst. Okay. Aber werdet ihr gleich sehen. Aber die Strecke an sich macht einfach nur Laune. Cool, ich bin auf jeden Fall gespannt. Gestern war ja Altenberg angesagt, deswegen habe ich heute gar keine Lust auf Uphill fahren. Deswegen auch das Video. Schöner Hof? Ja. Oh, schön. Bist du auf den Trichter runter? Diese mega Stöllerfahrt? Ich bin mit so einer. Nee, so richtig steil war nicht dabei, glaube ich. Okay, da ist eine mega Senke am Stöllerhof direkt zur Bundesstraße hin. Richtig geil. Ja. Naja, wie gesagt, müssen wir vielleicht auch mal zusammenfahren. Ja, du wirst das Video sehen. Ja. Okay. Thomas war schon ein bisschen früher am Spot und wusste also auch schon, wie die Gegebenheiten sind und hat uns dann erstmal so eine kleine Führung gegeben. Das finde ich immer ziemlich gut, weil man sich dann so ein bisschen besser die Strecke schon von Anfang an einprägt. Besonders wenn die Abfahrten schon ein bisschen länger sind und so, dann ist das immer eine coole Sache. Vor allem, wenn er dann zwischendurch reinruft, hier kommt dies, hier kommt das, das kannst du so und so fahren. Das ist schon immer eine extrem gute Hilfe, finde ich. Ah, das soll man ja nicht machen, was du sagst. Jetzt geht's hier weiter. Schön. Groß ist 4,5 Meter. Oder du fährst hier über den Baumstumpf oder halt ganz rechts. Ne? Kannst dir alles aussuchen hier. Eigentlich ziemlich cool. Schon wild, ne? Ja. Halt so die Wurzelsituation auch, ne? Ja, ja. Also das ist wirklich cool, ne? So, da kommt ein kleiner drauf, aber das wird ganz klein, wird der jetzt so fährt, das ist gar nichts, ne? Das ist aber nicht mehr so gut im Zustand, würde ich sagen. Ja, wegen dem Stamm. So Leute, erste Abfahrt haben wir gemacht. Jetzt fahren wir wieder hoch. Ist schon schlammig, aber nicht so schlimm. Aber die Strecke hat eine gute Mischung, technisch nicht super steil. Kurven, Sprünge, die meisten Sprünge habe ich nicht gemacht jetzt. Den einen Drop natürlich, der ging auch gut. Ich habe heute ein bisschen mehr Luft vorne im Dämpfer, in der Gabel.
weil ich letztes Mal das Gefühl hatte, im Wieserich, boah, da geht gar nicht. Und ja, jetzt wollen wir mal hochgucken, ob der Mark ready ist. Dann fahren wir noch ein paar Mal runter und ich hoffe, das Klackern im E-Bike geht gleich weg. Hallo. Kennt ihr diese Tage, wenn ihr einfach das Gefühl habt, ihr werdet nicht eins mit eurem Fahrrad? Genau so einen Tag hatte ich heute. Keine Ahnung, ob ich einfach nur zu müde war oder ob es wieder die Umstellung vom Torque aufs Focus war. Keine Ahnung, aber ich habe mehr und mehr gemerkt, ich bin irgendwie nicht bei der Sache heute. Ja, mittlerweile schon ein bisschen besser und ihr wisst, wenn es nicht so gut läuft, dann bin ich manchmal auch eher der Typ, dass ich sage, ich lass gut sein für heute, vor allem wenn irgendwie Müdigkeit und Konzentration eine Rolle spielen. Allerdings wollte ich dem Spot unbedingt noch eine Chance geben und vor allem auch mir, denn die Strecke an sich ist eigentlich super cool zum Üben für mich. Ich war sehr happy, dass ich den Spot hier gefunden habe, weil im Winter ist halt einfach nicht wirklich viel zu machen und besonders solche Spots wie hier sind einfach sehr, sehr selten, weil auch viele Vereinsstrecken gesperrt sind und man da einfach gar nicht fahren kann. Deswegen wollte ich es unbedingt ausnutzen noch und zumindest ein, zwei Abfahrten machen und vielleicht die ein oder andere Sektion nochmal einzeln trainieren. Wie ihr hier schon merkt, ich habe mal wieder die falsche Ausfahrt genommen und ja, meine Konzentration war auf jeden Fall null am Start. Nee, einmal will ich jetzt aber da oben fahren. Alter.
aber heute fühle ich mich eigentlich echt. Leute, dritte Abfahrt und ich bin schon platt. Ich merke, dass die Nummer von gestern in Altenberg mir echt ein bisschen in den Knochen hängt. Und für so eine anspruchsvolle Strecke, bei der Witterung und so, weiß ich nicht. Und Marks Kette ist einfach gerissen. Kurz bevor er ready war, fertig angezogen, reißt einfach seine Kette. Scheiße. Ja, nächstes Mal Halde. Haniel. Ja, ich weiß echt nicht, wie lange ich heute mache. Ja, ich werde vielleicht ein paar Mal noch runterfahren. Aber ich habe jetzt schon zweimal die falschen Linien gefahren irgendwie. Ich bin irgendwie nicht konzentriert heute. Naja. Ist gut. Anspruchsvoller als ich dachte. Und ich bin nicht bei der Sache heute, ne? Ich bin echt unkonzentriert. Ist aber schlecht. Ja, ist echt schlecht. Du warst unten die rechte Leine durch den Wurzelteppich, aber da ist das Rad die ganze Zeit weggerutscht, ne? Ja. Der packt gerade zusammen. Der kommt jetzt gleich nochmal auf die Strecke, meint er. Wenn ihr euch übrigens wundert, wo der Marc bleibt, der Marc hat beim ersten Reintreten seine Kette einfach durchgerissen. Ich denke einfach, der Junge ist einfach viel zu stark geworden durchs Training und seine Kette hat das einfach nicht überlebt. Aber ich hoffe, dass wir das nächste Mal endlich wieder mal zusammen auf dem Trail sind. Fotos, ne? Ja, ja. Der ist halt cool, weil da kannst du dich halt rantasten. Du gehst immer weiter erst nach rechts springen. Und wenn du weit genug kommst, immer weiter links hoch springen. Eigentlich cool gebaut, ne? Was für eine Linie fällt denn bei dir? Was für eine Linie?
So Leute, wieder Uphill Part. Auf den letzten Sektionen ein paar Fotos geschossen für die Young Guns, also Thomas und Marc. Ich weiß nicht, ob ich noch länger machen soll. Jetzt die kleinen Segmente, also diese kleinen Teilabschnitte, habe ich mich schon viel besser gefühlt, wenn ich die ein paar Mal gefahren bin. Ich glaube, genau so müsste man das angehen, dass man immer wieder kleine Stellen nimmt und dann zum Schluss alles zusammenfährt. Da das Ganze relativ nah ist von mir, werde ich sicher nochmal herfahren. Allein fürs Enduro-Training, auch mit dem Uphill, ist eigentlich super. Knackig zwischendurch, aber auch nicht so ultra lang. Und die Abfahrtslänge ist echt gut hiervon, ne? Das kann man echt mal sagen. Also die Länge der Abfahrt in Relation zum Uphill ist schon top. Darüber findet man ja immer so wenig Infos in Videos, deswegen sag ich euch das jetzt. Ja. So, gerade nochmal hoch. Ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, war ich einfach nicht wirklich am Start heute. Aber nicht so schlimm. Ich habe eine neue coole Strecke kennengelernt, ich habe Zeit mit Freunden verbracht und das ist auch viel wert. Außerdem habe ich mal wieder gelernt, über Steine und Wurzeln und so ein bisschen zu rollen. Also alles in Ordnung. Ich freue mich übrigens immer noch mega, dass mich so viele hier auf meinem Weg begleiten. Und wenn du auch mich begleiten möchtest, lass gerne ein Abo da. Ich bin super happy über jeden einzelnen von euch. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.